Willkommen beim Tutorial für den Melonensalat mit Parmaschinken. Die Zutaten: Wassermelone, Honigmelone, Galliamelone sowie Parmaschinken, Frühlingszwiebeln, Essig, Öl und Honig. Als erstes löst ihr mit einem solchen Garnier-, Schneide-, Portionierlöffel aus euren Melonen kleine Bällchen. Es geht noch hübscher. Also nach mehrmaligem Testen bin ich zu dem Entschluss gekommen, es empfiehlt sich einfach in die Frucht reinzustechen und zu drehen. Didi. Nach dem Melonenbällchenform mischt ihr die Frühlingszwiebeln, Apfelessig, Honig, Öl miteinander und gebt es anschließend als Dressing über eure Melonenbällchen. Mengt das Dressing gut unter die Melonenbällchen. Hilfe. Jeweils eine Portion der Melonen füllt ihr in kleine Gläschen oder Schälchen ab. Ich habe hier übrigens nicht alle Melonenbällchen, also nicht wundern. So hübsch ins Gläschen abgefüllt und mit Parmaschinken verziert, ist euer Salat auch schon fertig. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Willkommen beim Tutorial für die Kartoffelplätzchen.